Und hiermit begrüße ich euch zu einem neuen Video. Und diesmal bin ich für euch extra über den großen Teich geflogen. Wir sind hier in New York, The Big Apple oder zu Deutsch der große Erpel. Wir sind hier am Rockefeller Center, wo wir unsere Tour durch die Stadt starten. Und ich habe einiges auf dem Plan, was ich euch jetzt zeigen möchte. So, und das hier ist die Intrepid. Intrepid, schwieriges Wort. Intrepid. Alter Flugzeugträger hinter mir. Tolle Flugzeuge, da gehen wir jetzt rein. Ist ein Museum mitten in der Stadt. Sehr, sehr gut. Und es gibt spezielle Ausstellungsstücke. Ein Flugzeug und ein Space Shuttle, was ich euch jetzt zeigen werde. Hier ist das Glanzstück, die Enterprise. Und zwar nicht die Enterprise mit Captain Spock, sondern das Space Shuttle Enterprise kennt vielleicht gar niemand so richtig. Denn das hier war nie im Weltall gewesen. Es ist einfach nur gebaut worden, um den atmosphärischen Flug zu testen. Es ist also so genommen ein Gleiter. Eines der wenigen Museen, das einen in die Concorde hineinlässt. So, ich sitze jetzt hier in der Concorde, so wie man früher gesessen hatte. Es gab hier noch keine Fernsehen. Das Einzige, was man als Entertainment hatte, man konnte gucken, wie schnell man fliegt. Und das war zu der Zeit ungefähr 2 Mach, so ein bisschen mehr als 2000 km/h. Oh, das geht auch nicht mehr. Und man konnte dabei ein Glas Champagner schlürfen. Das wäre eigentlich genau mein Ding gewesen. So, hier Flugkapitän Tommy meldet sich zum Dienst. Das ist das Cockpit. Ist sehr eng. Ich kann ja nicht mal drin aufstehen. Mal unheimlich viele Schalter und Knöpfe zu drücken. 3 Leute haben damals das Flugzeug geflogen. Getöse der Stadt mal satt hat, dann kommt man einfach in den Central Park. Der ist ja weltbekannt. Er ist riesengroß, mitten in der Stadt, ist schön ruhig. Hier ist ein schöner Teich, kann man sitzen. Das Boothaus Löbs, Boothaus Löbs, so wie der Rennfahrer Sebastian Löb. Kann man drin essen, man kann aber auch kaltes Bier trinken. An so einem heißen Tag ist das ja ganz gut. Man kann einfach mal eine Stunde oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 da sitzen und einfach mal nichts machen. Und die Leute beim Bootfahren beobachten. Sehr amüsierend. Hopeless case. Absolutely hopeless. So, wenn einen die Beine nicht mehr tragen können, dann kann man hier eine Rikscha nehmen und sich damit durch den Park fahren lassen. Halbe Stunde kostet ungefähr $100, also richtig billig ist es nicht, aber heute ist es warm und nach dem ganzen Bier hatten wir jetzt keine Lust mehr zum Laufen. Gucken wir uns hier ein kleines Schlösschen an und dann hoffen wir, dass wir irgendwo wieder zum nächsten Taxistand kommen, wo wir dann wieder löhnen können. So, und hinter mir ist eben das kleine Schloss Belvedere. In dem hat früher eben der König von New York gelebt. Wir alle kennen ihn, Peter Staub im Sand, der auch New York gegründet hat. Der wohnte eben früher hier,
bevor man die ganzen Hochhäuser gebaut hat und dann ist er umgezogen. So, also hinter mir seht ihr jetzt den Schutzengel von Manhattan, also sozusagen Batman. So, das ist nur das Restaurant Sucra. Und hier ist es nun so, dass es authentisch chinesische Speisen gibt. Hauptsächlich aber Krabbe, Krebs, alles was unter Wasser lebt. Ich habe mich aber heute dazu entschlossen, Rindfleisch zu essen, unter großen Schmerzen leider. Es perlt. Aber ich muss ehrlich mal sagen, der Geschmack ist gut. Aber die Schmerzen, die das verursacht beim Essen aufgrund der Schärfe, das sind im Grunde die schlimmsten Schmerzen, die ich je im Mund gehabt habe. Aber der Geschmack ist unschlagbar. Deswegen solltet ihr alle mal hierher kommen. Soup Crab. Ich verlinke euch die Adresse unten. Sensationell. Nicht weit weg vom Times Square befindet sich Gulliver's Gate und das ist eine Miniaturwelt. Und ich stehe gerade hier vor einem Flughafen, gibt es auch in Hamburg. Wir haben es per Zufall entdeckt, weil es heute regnet und da ist das eine gute Alternative, mal drin was zu machen. So, es ist also alles interaktiv. Man hat hier diesen Schlüssel und den steckt man dann hier rein. So dreht man und dann geht's los hier. Es brennt. Jetzt brennt es richtig und es raucht. So, und jetzt müssen wir sehen, dass da kommt die Feuerwehr. Das ist sogar ein deutsches Feuerwehrauto, was hier kommt. Das ist aber schön. Und hier sind wir am Ende der Tour. Man braucht ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden, um die ganze Welt zu sehen. Verschiedene Erdteile, aber ganz am Ende kommt man hier in New York raus. Und genau in New York gehen wir jetzt weiter. So, das ist nun die Spitze des Eisbergs, vom Empire State Building. Ich empfehle solche VIP-Tickets, muss man nicht warten, kann man sofort hoch, vor allem im Sommer, wenn hier 1000 Menschen sind. Wir sind jetzt im 86. Stockwerk außen, bekannt geworden durch den Film Sleepless in Seattle mit dem Hangstorm. Und hier oben ist noch ein Weltraumbahnhof, also ein Bahnhof für Luftballons. Hier sollten früher eigentlich mal Luftschiffe anlegen, Hindenburg zum Beispiel. Zum Glück hat die hier nicht angelegt. Das ist hier über mir, die Antenne. Das ist, glaube ich, jetzt ungefähr 300 Meter und ihr habt einen wunderbaren Ausblick auf New York. Schönes Wetter heute, es regnet nicht. Top!
sind wir am Mahnmal des 11. September 2001. Ich denke, ich muss nicht erklären, was hier passiert ist. Das weiß sicherlich noch jeder. Hier sind alle Namen von den Leuten, die dabei ums Leben gekommen sind. Das sind 3000 Namen. Und hier ist ein großer Wasserfall, der ungefähr die Größe hat von dem Turm, der hier mal stand. Und da, wo der andere Turm steht, steht jetzt schon wieder ein neuer Turm, der wahrscheinlich noch höher ist. Ich habe natürlich wieder Unsinn erzählt. Der zweite Turm hat ebenfalls so einen Wasserfall wie der andere Turm hier. Der ist ein bisschen besser, ist mehr Schatten, weil heute sind wieder fast 30 Grad. Da ist das nicht schlecht, an so einem Wasserfall zu stehen eigentlich. Und hier am Broadway steht dieser berühmte Stier, der hinter mir ist. Ich habe eigentlich gar keine Idee, warum. Also hier hinten ist auch die Wall Street. Serious business is happening here. Ja, jedenfalls ist hier dieser Bulle. Und das ist der einzige Winkel, aus dem ich den Bullen sehen kann. Davor sind so viele Leute. Nee, Quatsch. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob der auch richtig große Eier hat. Hat er tatsächlich. Und die Leute stehen hier Schlange, um von den Bullen die Eier anzufassen. Das ist unglaublich. Eine Macke hier. So, also an einem heißen Tag wie heute, ja, nochmal 30 Grad, dann empfiehlt sich ein bisschen so am Wasser zu sitzen, ein bisschen den Schiffen zuzugucken, ein Glas Wein zu trinken und ein Riesensteak reinzufressen. Ne? Habe ich jetzt hier. Präsentation 10 von 10. Lass mal gucken, ob es auch schmeckt hier. Zack, aufs T-Shirt. Schimpft dann meine Frau mit mir wieder. Und ein neuer Fleck ist geboren. Probieren wir aber trotzdem mal. Ja, kann man essen. Wie so oft haben wir unsere Meinung geändert und sind dann doch auf dem Schiff gegangen. Also wenn man ein kleines Stückchen weitergeht, dann hat man so ein Segelschiff-Ticketstand. Und wir sind hier auf dem Segelschiff und haben die Statue, wie heißt die eigentlich in Deutsch? Freiheitsstatue, gerade umsegelt, wie Kolumbus gerade. Das Schiff hat eine Bar, es sind nur 40 Leute an Bord. Das ist also sehr empfehlenswert, kostet $45 für anderthalb Stunden. Das finde ich gut. Das ist eine gute Sache. Es gibt gute Musik hier, gibt gutes. Das ist mal ein Bier, das ist ein einheimisches Bier, was mal schmeckt. Kann man trinken. Namen habe ich schon wieder vergessen, aber egal. We'll be right back.
da heute zu viele Leute auf dem blöden Schiff sind, was jetzt auch noch hinter mir quatscht, habe ich mich zurück auf die Suche begeben nach dem perfekten amerikanischen Bier. Und das klingt schon nach Nonsens. Amerikanisches Bier und gut. So, wir haben jetzt dieses hier, habe schon wieder den Namen schon wieder vergessen. Table Green, glaube ich. Das ist ein Lager, soll ein Lager sein. Sieht schon mal komisch aus. Greenware Plastik, organischer, also ein Bio-Plastikbecher sozusagen. Organic Plastic. Das probieren wir einfach mal. Und das schmeckt genauso beschissen wie die anderen Biere, die ich hier probiert habe. Bah! Bah!